Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ich verspreche mal nicht zu viel, ich sage nicht zu viel, ich fange einfach an. When the sun goes down, the hustlers gone, come up. Watch your step or they steal your whole summer. Don't go down there carrying the drunk college. Cause if you do, you might just get run up, run pop. Might just get run up, run pop. Steal your whole summer, run pop. Run pop. Run prop. Run prop. Did you really, really think of a name? Did you really, really think I give a name? Did you really, really think I give a damn? What? Oh Mann, ich bin noch gar nicht fertig. Was soll das denn? Hey, lass mich los! Alter! Guck, mein Mikro ist noch gar nicht fertig. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, ich habe keine Karten, ich habe nichts. Ich stehe hier. Alter. Ach du, was soll das denn, Mann? Ey. Ach, Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ja. Ach, du auch hier? Ja. Hast du die Modkarten? Was soll's? Ich hab Modkarten, ja. Was ist denn das jetzt hier? Ich weiß es nicht. Sendegeländer, Live-Sendung. Late Night. Late was Night. Was ist das denn für ein Quatsch? Wer hat sich den Namen denn ausgedacht? Ich weiß es nicht. Es kommt mir alles komisch. Benno-Haus. Was machen wir jetzt hier? Ich weiß. Ich hab keinen Plan. Ach, da steht irgendwas. Ach so. In die Kamera gucken. Herzlich willkommen zu unserer Live-Sendung Late Night Benno Show. Ja, wir haben super viel Tolles heute Abend. Viel Spaß und es wird ganz super. Einmalig, bestimmt. Ja. Ja. Boah, Leute, jetzt reißt euch zusammen. Wir sind live. Was? So, jetzt nochmal richtig. Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuschauenden hier bei uns und im Stream. Ich bin Clara. Und ich bin Henning. Herzlich willkommen zur einmaligen Late Night Benno Show hier live aus dem Benno Haus. Das Thema des heutigen Abends, wie der Titel schon sagt, ist Einmaligkeit. Ja, warum überhaupt einmalig? Wir haben heute für euch eine Show, wie ihr sie noch nie zuvor gesehen habt und auch nie wieder sehen werdet. Wir haben tolle Beiträge, einen Weltrekordhalter und wie ihr gerade eben schon gehört habt, Musik der ganz besonderen Art. Ja, heute bei uns zu Gast die Beatboxer Hardbox, Len Kauri und Winterfeld. Danke euch Jungs, dass ihr den Abend heute musikalisch begleitet. Ja, und um das Thema der heutigen Show nochmal genauer zu erläutern, was ist überhaupt einmalig? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, denn das Thema bietet ja ziemlich viel Platz für Interpretation. Ja, es war auf jeden Fall schwierig, am Anfang sich so was darunter vorzustellen. Deswegen sind wir einfach mal auf die Straße gegangen und haben euch gefragt, was ist für euch einmalig? Was assoziieren Sie mit dem Begriff Einmaligkeit? Einmalig bedeutet für mich, sind für mich Erlebnisse, wo man merkt, die kommen nicht so schnell nochmal wieder, so in den nächsten paar Jahren oder so, sondern die hat man nur ein paar Mal im Leben oder manchmal auch nur einmal im Leben
und wenn man wirklich merkt, dass was Besonderes in dem Moment. Also ich glaube, jeder Mensch ist irgendwo einmalig, wenn jeder quasi ausführt, seine individuelle Seite zeigt und sich da einfach nicht verstellen muss. Einmaligkeit ist für mich sowas wie Einzigartigkeit, dass jedes Individuum, jeder Mensch sich in seiner Ausdrucksweise einzigartig präsentieren kann. Eben Farben, Formen, die er liebt, an sich trägt und mag und eben auch den anderen in seiner Einzigartigkeit so akzeptieren. Ja, also Einmaligkeit. Ich denke, bei Menschen ist es so, jeder Mensch ist natürlich von sich aus schon einmalig, aber manche, die stechen noch ein bisschen mehr hervor als andere, weil die irgendwie so ganz spezielle Eigenschaften haben oder für irgendwas so brennen und irgendwie eine ganz besondere Begeisterung so für irgendwas mitbringen. Das ist für mich einmalig. Also ich denke, dass es einfach was ganz Besonderes ist. Einmaligkeit, ja, was nicht jeden Tag passiert, was wahrscheinlich nur einmal im Leben passiert. Das würde ich damit oder werde ich damit verbinden. Einmaligkeit, ja, das ist einfach einmalig. Das gibt's nur Einmaligkeit. Das ist einmal nur da. Einmaligkeit sagt ja schon der Name. Einmal, das ist wirklich nur einmal passiert, wie ein Erlebnis oder irgendwas, was es wirklich nur einmal auf dieser Welt gibt. Gibt es ein Ereignis in Ihrem Leben oder generell, das Sie als einmalig beschreiben würden? Und würden Sie uns davon erzählen? Weiß nicht, war letztes Jahr in Schweden, das war ganz schön. Auch die Natur und so, das würde ich schon als einmalig betiteln. Bis jetzt zumindest, ja. Wahrscheinlich ist es mein Fallschirmsprung, weil ich mich definitiv nicht nochmal trauen werde, in dieses Flugzeug einzusteigen. Es war wunderschön, aber auch definitiv eine Überwindung. Ja. Ja, das ist tatsächlich schwierig, weil die Ereignisse, die für mich einmalig waren, dann doch in der Art einzigartig, nämlich die Geburt meiner beiden Kinder. Und aber trotzdem ist es natürlich einmalig. Ja, also weil man diesen Moment, der ist ja dann doch verschieden, obwohl es immer die Geburt war, aber doch verschieden. Und wenn man dann eben sieht, wie ein neues Wesen auf die Welt kommt, das dazu einem gehört und die Krönung der Liebe des Mannes ist, mit dem man verbunden ist, das ist schon einzigartig, einmalig. Und trotzdem sind es zwei ganz verschiedene Individuen geworden in ihrer Einmaligkeit. Das, glaube ich, rundet es für mich so ein bisschen ab. Ja, ich hatte ein einmaliges, ich hoffe, einmaliges Erlebnis. Und zwar ist meine jüngere Schwester war sehr, sehr krank. Und die habe ich die letzten 4 Wochen ihres Lebens in München auf einer Palliativstation begleitet. Weil für ein Hospiz war sie zu krank. Sie musste in einem richtigen Krankenhaus bleiben, eine Palliativstation. Und ja, ich war praktisch in ihren letzten Sekunden einfach bei ihr. Und das war für mich einmalig. Also ich hoffe, dass ich das nicht nochmal erleben muss. Es war nicht schrecklich, es war in einer Art schön, weil sich ein Lebenskreis geschlossen hat. Das fand ich einmalig daran. Und das ist mir halt sofort eingefallen. Und das ist jetzt auch schon, ich glaube, 13 Jahre her. Also wenn einem das sofort in den Kopf schießt, wird es wohl einmalig sein. Ja. Ja, ich würde sagen, ganz, ganz besonders einmalig ist es für mich irgendwie, so gute Freunde zu haben im Leben, mit denen ich schon seit weit über 20 Jahren befreundet bin. Und das sind für mich einfach ganz einmalige Menschen, die so aus allen anderen rausstechen und die mir schon in Situationen, in denen ich Hilfe gebraucht habe, voll krass geholfen haben, denen ich schon krass geholfen habe, als die Hilfe gebraucht haben. Und das ist für mich was mich so von der Einmaligkeit ganz besonders berührt. Einmalig. Ich habe meinem oder ehemals besten Freund das Leben gerettet. Er hatte anfänglich sehr starke Bauchschmerzen, wollte nicht ins Krankenhaus. Und die Schmerzen wurden aber so schlimmer, dass ich ihn dann einfach gezwungen habe, mit ins Krankenhaus zu kommen. Habe ihn dann dorthin gefahren und eine Stunde später wurde er notoperiert. Hatte es zum Glück überlebt. Und das assoziiere ich mit Einmaligkeit, ein einmaliges Erlebnis. Ja.
Wie ihr bereits schon gesehen habt, für jeden ist einmalig irgendwas anderes. Der eine rettet dem besten Freund das Leben, für die anderen ist es die Geburt der Kinder und für unseren lieben Azubi Felix ist es Schweden. Henning, was ist denn für dich so einmalig? Ja, für mich ist auf jeden Fall auch jeder Mensch einmalig. Jeder ist ein eigenes Individuum und auf seine Art auf jeden Fall ganz besonders. Und das erlebe ich hier auch jeden Tag im Benno-Haus mit ganz vielen verschiedenen Menschen habe ich hier zusammen. Schön, das Benno-Haus loben. Ja, sonst gibt es nachher noch Ärger. Ne? ja, und das ist auf jeden Fall für mich ganz besonders einmalig. Und ja, Clara, wie sieht's bei dir aus? Was ist für dich einmalig? Ja, ich stimme dir da ganz zu. Also jeder Mensch, wie du gerade gesagt hast, ist einzigartig und jeder bringt ja auch irgendwie einmalige Fähigkeiten mit sich. Von einmaligen Fähigkeiten haben wir ja wirklich sehr viel heute Abend. Apropos Fähigkeiten, ich würde mal sagen, Jungs, spielt doch mal noch was für uns. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It ain't no home. When she goes away, 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 away. Away, away. And I know my sunshine. Len Kauri, liebe Zuschauerin. Einmalig ist auch nochmal was ganz anderes, nämlich die Kunst. Und damit die nicht verloren geht, gibt es einen ganz besonderen Beruf. Eva Jokisch ist eine von ganz, ganz wenigen BildrestauratorInnen. Und sie war so lieb, uns einen Einblick in ihren Arbeitsalltag zu geben. Sehr, sehr spannend, wie wir finden, und wahrhaftig nicht alltäglich. Auf unserer Suche nach einmaligen Berufen sind wir auf Eva Jokisch gestoßen. Sie arbeitet seit über 30 Jahren als Restauratorin und beschäftigt sich mit der Aufarbeitung beschädigter Gemälde. Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen? Ich habe nach dem Abitur eigentlich Kunst studieren wollen. Nach dem Abitur bin ich mit meinem Freund nach Frankreich gefahren und habe da im Louvre einen Raum, wo die Mona Lisa hängt, gesehen, dass dort Restauratoren ein Bild restauriert haben. Dadurch, man konnte mit Gucklöchern da reinschauen, die haben das abgetrennt, weil es zu groß war, wurde es im Raum restauriert. Und das fand ich total faszinierend und habe mich dann informiert, wie man das studieren kann und wie man das lernen kann. Man muss, um Restaurierung studieren zu können, ein Praktikum machen. Damals waren das noch 3 Jahre. Heutzutage ist es noch 1 Jahr. Und ich habe dann halt dieses Praktikum nach 1 Jahr nach meinem Abitur angefangen. Das war vor 30 Jahren fast. Wie sieht Ihr Berufsalltag aus? Mein Berufsalltag sieht so aus, dass ich, dass Kunden zu mir kommen oder ich zu Kunden fahre und mir ein Bild oder einen Rahmen oder eine Skulptur bringen,
die halt einen Schaden hat oder zum Beispiel dreckig ist, wie dieses Bild vor mir, und ich die dann berate, was da zu tun ist, und dann einen Kostenvoranschlag natürlich erstelle und dann halt bei, ne, wenn sie das zustimmen, dann halt nach Tests halt, nach Proben, fange ich dann an mit der Restaurierung. Wie restauriert man eigentlich ein Bild? Man restauriert ein Bild ganz unterschiedlich, kein Bild ist gleich. Alle verhalten sich unterschiedlich, je nachdem, was ihnen passiert ist. Also ob jetzt in dem Raum, wo es gehangen hat, geraucht wurde, ob der Kamin da immer an war oder Kerzen, ob es auf dem Dachboden gestanden hat, Feuchtigkeit abbekommen hat. Alle Bilder verhalten sich verschieden. Ich muss an jedes Bild individuell herangehen und ausprobieren und schauen, wie es funktioniert. Vorsichtig sein, sehr vorsichtig. Besteht Ihr Beruf hauptsächlich aus Handarbeit oder greifen Sie auch auf digitale oder moderne Mittel zurück? In meinem Beruf brauche ich auf jeden Fall meine Hände und meine Augen, das ist das Wichtigste, und mache sehr viel Handarbeit, sehr viel Handwerkliches eigentlich auch, Kunsthandwerk sogar. Aber ich brauche natürlich auch moderne Medien, wie zum Beispiel um die Dokumentation des Vorgangs. Da nehme ich natürlich eine Digitalkamera, mache zwischendurch Fotos, vorher, hinterher, mittendrin. Da brauche ich schon modernes Gerät. Hat sich der Beruf über die Zeit verändert? Sind neue Mittel dazugekommen? In diesem Beruf verändert sich sehr viel. Im privaten Bereich weniger. Es ist natürlich so, dass man neue Erkenntnisse auch nutzt. Aber wenn man jetzt im Museum restaurieren würde, hätte man auch hochmoderne Techniken wie Laser oder noch modernere Untersuchungstechniken zur Verfügung, Infrarot. Das habe ich jetzt alles hier in meinem kleinen privaten Bereich nicht, oder Röntgen, sowas alles. Ab wann kann ein Bild nicht mehr restauriert werden? Wenn mehr als 40% eines Bildes zerstört sind, würde ich es nicht mehr restaurieren. Das lohnt dann nicht mehr. Dann ist der Wert des Bildes eigentlich weg. Zerstört heißt in dem Fall tatsächlich, dass die Farbe weg ist, dass ganze Stücke vom Bild weg sind, dann ist das Bild kaputt. Was war das wertvollste Gemälde, das Sie restauriert haben? Also das wertvollste Gemälde, was ich mal restauriert hat, darf ich leider nicht benennen, weil das der Kunde nicht möchte. Es war von einem privaten Kunden, aber es war besonders war daran, dass ich halt, nachdem ich die Signatur gefunden habe, die vorher nicht sichtbar war, bei der Restaurierung aber auftauchte, war das Bild ungefähr 10-mal so viel wert. So vorher war es vielleicht 30.000 und danach 10-mal so viel. Was gefällt Ihnen an dem Beruf? Alles. So, an meinem Beruf gefällt mir, dass ich immer wieder neue Objekte, jedes Bild ist anders, es ist nichts gleich, es wiederholt sich nicht viel. Ich kann meine Erfahrung anwenden, aber entdecke immer wieder Neues. Und manchmal ist unter einem Bild, unter einer Farbschicht ein ganz anderes Bild versteckt, weil das in der Zeit halt mal übergemalt wurde, weil es nicht gefiel. Ich habe schon wirklich viel entdeckt auf Bildern und das ist total spannend. Das Schöne, wirklich Schöne an meinem Beruf ist, dass ich mit schönen Dingen zu tun habe. Ich habe, zum Beispiel vergolde ich ja auch Rahmen und sowas. Und es ist eine der schönsten Sachen zu vergolden, ist mit Gold zu arbeiten, ist eine der schönsten Sachen. Haben Sie Kontakt zu anderen Restauratoren oder Restauratorinnen? Es gibt nicht sehr viele private Restauratoren. Vor allem in Münster wüsste ich jetzt gar nicht, ein, zwei vielleicht. Dann gibt es natürlich Restaurierungswerkstätten in Museen, aber mit denen habe ich nichts zu tun. Ich habe Kontakte zum Denkmalamt nach Osnabrück zwar, aber ich habe nicht viel Kontakt zu anderen Restauratoren. Würden Sie sich wieder für den Beruf entscheiden? Das ist mein absoluter Traumberuf, den ich immer wieder machen würde. Nichts anderes. Ich mache das seit 30 Jahren und ich liebe es. Ja, das ist, wie ich finde, sehr schön, wenn man so positiv von seinem Beruf reden kann und vor allem auch die Leidenschaft zum Beruf machen kann. Ich bin leider nicht so künstlerisch begabt. Nee, nicht so? Nein, ich habe es zwar schon probiert ein paar Mal, aber die Ergebnisse waren leider bisher eher enttäuschend und ja.
Ja, ich habe auch manchmal so meine künstlerischen Momente, aber dann bin ich direkt immer frustriert, wenn es nicht so läuft, wie ich will. Ich bin leider nicht so künstlerisch begabt wie unser Azubi Noah, der mal so ganz nebenbei unser wunderschönes Bühnenbild gemacht hat. Ja. Das verdient auf jeden Fall nochmal einen Applaus. Ja, ich finde auch, dass es auf jeden Fall eine Erwähnung wert ist. Super cool geworden, wie ich finde. Sieht toll aus und schafft hier eine ganz coole und besondere Atmosphäre. Ja, von einem einmaligen Beruf kommen wir gleich zu einem Mann, der mit seiner einmaligen Fähigkeit sogar einen Weltrekord aufgestellt hat. Aber bis dahin spannen wir euch noch etwas auf die Folter und machen nochmal einen kleinen Schwenker zu unserem wunderbaren Live-Act heute Abend. Ja, Jungs, nehmt gerne Platz. Kommt zu uns. Kommt zu uns. Genau. Ja, zuallererst einmal, geht's euch gut? Ja, definitiv. Fantastisch. Ist doch schön hier. Ja, und die Frage des heutigen Abends natürlich, dem Titel der Show geschuldet, einmalig. Was bedeutet das für euch? Vielleicht magst du anfangen? Oh ja, also wie er auch schon häufiger mal erwähnt hat, so jeder Mensch ist irgendwie anders und jeder Mensch ist auf seine Art und Weise einmalig. Jetzt wir vor allem als Musiker, so als Musiker kommt man immer wieder so zusammen, macht Musik miteinander und die verschiedenen einmaligen Menschen und die Art, wie sich dann die Ideen vermischen und wie etwas Neues entsteht, das ist für mich immer wieder was sehr Besonderes und eine Einmaligkeit, die ich fast jeden Tag hervorrufen kann. Ich mag das sehr gerne. Und du so? Also jetzt mal, um in der Beatboxing-Thematik zu bleiben. Im Beatboxing spielt tatsächlich Originalität, also Originality, eine große Rolle. Das wird dann auch bewertet dementsprechend bei den Jury manchmal. Es passiert nämlich immer wieder, wir haben als Mensch hier unser Stimmorgan in uns drin und auch wenn wir das schon seit Jahrtausenden mit uns rumtragen, werden da tatsächlich oft auch noch neue Sounds entdeckt. Also manchmal passiert es, dass irgendjemand von der anderen Ecke der Welt ein Video ins Internet hochstellt und dann halt einen einmaligen neuen Sound präsentiert. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Aber im Prinzip, um das jetzt nochmal auf die philosophische Ebene zu heben, eigentlich ist ja jeder Moment einzigartig. Auf jeden Fall, wenn man sich einfach mal vorstellt, dass unser Planet nie an derselben Stelle ist. Wir bewegen uns durchs Universum und also das ist auf jeden Fall auch eine Perspektive, die man mitnehmen kann, dass man gar nicht so die einzigartigen Momente bewerten muss, sondern dass eigentlich alles einzigartig ist. Sehr, sehr schön gesagt. Wie sieht es bei dir aus? Ja, dem habe ich tatsächlich auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich finde tatsächlich auch, dass jeder Mensch, besonders die ganzen Charakterzüge, jeder Mensch hat einen eigenen Charakter, was ich persönlich auch ziemlich einzigartig finde. Und da gibt es auch absolut keine Kopien oder was auch immer. Und das ist für mich eigentlich eher so dann auch die Definition. Ja, habt ihr denn irgendwie einmalige Erlebnisse in Bezug auf Beatboxen erlebt, die ihr gerne mit uns teilen möchtet, wo ihr euch gerne zurück dran erinnert? Also jetzt vor ein paar Monaten war die Westdeutsche Beatbox-Meisterschaft, der hat ja gerade schon mal was mit so Jury und so angesprochen, das ist im Beatboxen sehr, sehr verbreitet, dass man so Battles macht, wirklich einer gegen den anderen auf der Bühne und dann wird halt entschieden, wer besser ist. Und vor, wie gesagt, nicht ein paar Monaten war die Westdeutsche Beatbox-Meisterschaft, die er hier übrigens gewonnen hat. Ja, wow. Als Gast dafür waren die amtierenden Vize-Weltmeister so als Duo-Beatboxen und auch, also das ist der amtierende Weltmeister und der amtierende Vize-Weltmeister im alleinigen Beatboxen, also eine sehr krasse Gruppe an Talenten, die wirklich sehr gut auf der Bühne abgeliefert haben und danach noch das, also wirklich mit einem richtigen Talent danach noch zu reden und einfach zusammen Musik zu machen und ja, den Abend zu genießen. Das wird mir auf jeden Fall sehr lange noch im Kopf herumspuken, dieser Abend. Das war sehr schön. Was war nochmal genau die Frage? Ob ihr in Bezug auf Beatboxen schon mal ein einmaliges Erlebnis erlebt habt, was ihr gerne mit uns teilen möchtet oder wo ihr gerne einfach dran zurückdenkt. Ja, also ich glaube, bei mir war besonders, als ich vor zwei Jahren, 2020, bei dem Grand Beatbox Battle in Polen war. Weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nie selbst andere Beatboxer getroffen. Und dann bin ich da in einem anderen Land und plötzlich ist da eine riesige Meute von Leuten an diesem Hotel, die einfach genau dasselbe machen, was ich bisher immer nur in meinem stillen Kämmerchen gemacht habe. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie
Artgenossen treffen, endlich Leute treffen, die dieselbe Sprache sprechen wie ich. Also es war auf jeden Fall ein Moment, der eine riesige Tür für mich eröffnet hat und dementsprechend auf jeden Fall wichtig und einzigartig war. Kevin, bei dir so? Ja, bei mir gibt es tatsächlich schon einiges, also ich könnte viel erzählen, ich bin seit 15 Jahren dabei, aber ich erzähle wirklich jetzt eine Sache, die mich sehr, sehr geprägt hat. Das war die letzte westdeutsche Beatbox-Meisterschaft, also die bevor jetzt vor 2 Monaten, also die letzte war 2014 und da habe ich den 2. Platz belegt, also war ich bis vor 2 Monaten noch amtierender westdeutscher Vizemeister. Okay. Danke, danke. Und ja, das war für mich halt so einer der großen Momente. Ja. Ja, und ja, wir haben ja vielleicht auch Live-Leute oder auch Leute im Stream, die sich für Beatboxen interessieren oder die das cool finden und überlegen vielleicht damit anzufangen. Was habt ihr vielleicht für Tipps für Anfänger? Womit kann man anfangen? Was gibt es für Möglichkeiten? Soll ich mal so ganz einfache Geräusche, mit denen man gut anfangen kann, erklären? Das ist eine schöne Sache eigentlich. Also so, man lernt das häufig über, im Deutschen sagt man Pizzakatze, im Englischen ist es Boots and Cats, weil da sind die Geräusche, die man eigentlich schon braucht, drin. Weil es ist, wenn man ein bisschen mehr Druck reingibt, es ist Pizzakatze und ohne die Vokale da drin hast du Pizzakatze. Und da fängt es eigentlich schon an, Musik zu werden. Also es geht einfach nur darum, Musik mit seinem Mund zu hören. Ja, guck mal, da höre ich schon hier die ersten Versuche. Einmal alle zusammen. Ja. Ist doch schön, ja. Also wir müssen eigentlich gar nichts mehr machen hier. So, und es ist wirklich einfach, man muss sich daran gewöhnen, einfach Musik zu machen, sich selbst nicht irgendwie einzuschränken, sich keinen Druck zu machen, sich nicht denken, ah, das klingt jetzt nicht so, wie ich will, sondern einfach ja, Spaß dran haben und Geräusche machen und das ist eigentlich alles, worum es geht. Also einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Genau. Ja also wenn es jetzt begeisterte Leute im Livestream oder im Publikum gibt, es gab nie eine bessere Zeit, um Beatboxing anzufangen als jetzt. Da kann eigentlich Kevin das wahrscheinlich auch nur noch bestätigen, weil vor 10 Jahren oder auch noch länger, da gab es kaum Leute, die sich da wirklich ausgetauscht haben. Und mittlerweile gibt es im Internet einfach eine ganze Infrastruktur aus Tutorials oder Unterrichten und Workshops, wo man einfach ganz schnell einsteigen kann und auch unter anderem nur in 1 oder 2 Jahren schon wirklich professionelles Level erreichen kann. Also wenn man sich da so ein bisschen auskennt im Internet und die richtigen Suchbegriffe eingibt und auch selbst Biss hat, dann kommt man da ganz schnell ganz weit. Sonst sind wir für Fragen natürlich auch zu haben im Nachhinein. Also wenn jemand interessiert ist, dann sind wir hier. Noch, bevor wir abhauen. Wie seid ihr eigentlich so zum Beatboxen gekommen? Also wie hat das bei euch angefangen? Gute Frage tatsächlich. Ich glaube, bei mir fing das damals wirklich an, dass ich ein Video von Justin Timberlake gesehen habe. Ich weiß aber nicht mehr, welches Lied es war oder welches Song. Er hat aber auf jeden Fall in dem Video hat er eine ganz kurze Percussion gemacht. So ein das habe ich dann gehört und dachte so, okay, das ist irgendwie cool. Und dann habe ich versucht, das irgendwie zu lernen und bin dann irgendwann auf den Begriff Beatbox gekommen. Ah, krass. Also einfach ein YouTube-Video geguckt und man genau, dachte, hört richtig. Sich gut an. Ja. Okay. Wie war es bei euch? Also ich hatte früher immer schon Geräusche gemacht, also ich war so ein Geräuschkind. Und dass ich dann irgendwann Beatboxing gefunden habe, war dann eigentlich sozusagen eine glückliche Fügung, dass das plötzlich einen Sinn gemacht hat, was ich da sowieso schon irgendwie die ganze Zeit gemacht habe. Und ja, ich bin da auch über das Internet drauf aufmerksam geworden. Es gibt so ein Internetphänomen, ein Musiker, Streamer, YouTuber, der heißt Tuddle. Und über den bin ich darauf aufmerksam geworden. Ich habe dann gleichzeitig mit ihm angefangen, vor 3 Jahren ungefähr. Und ja, dann habe ich mich einfach angefangen, dafür zu begeistern und habe das einfach als eine musikalische Facette von mir aufgenommen. Und ja, jetzt sitze ich hier. Hallo. Hallöchen. Ja, also bei mir ist es auch ziemlich ähnlich. Ich habe mein Leben lang einfach Musik gemacht. Ich war auch ein eher Geräuschekind auf jeden Fall. Das hält mir meine Mutter auch immer noch vor. Aber dann habe ich auch irgendwann ein YouTube-Video gesehen und habe dann gemerkt, oh, das geht ja noch mehr als das, was ich irgendwie mache. Und das war hier Big Man, ich glaube Koreaner ist das, der irgendwie 2017 oder sowas habe ich das erste Mal ein Video davon gesehen und dann sind immer mehr in meinem YouTube-Algorithmus aufgetaucht und irgendwann war ich, ja, jetzt kann ich mir das ja nicht nur angucken, sondern muss das ja auch ein bisschen üben und ja, jetzt bin ich auch hier. Ja, auf jeden Fall sehr interessant mal zu hören, wie man...
genau, wie man mit dem Beatboxen anfangen kann. Ich denke an alle von euch, liebe Zuschauer, live hier oder auch im Stream, wenn ihr Bock habt, damit anzufangen, würde ich sagen, macht's einfach, traut euch. Und ihr habt gehört, so schwer ist es gar nicht. Und es gibt viele, viele verschiedene Möglichkeiten, auf jeden Fall das Ganze zu lernen, würde ich sagen. Ja, dann vielen Dank euch und ich würde sagen, ja, wir hören nochmal Musik und danach begrüßen wir unseren Weltrekordhalter. So. Stuck in my head, it wouldn't come out. Stuck in my bed, I want to be free. Stuck in my bed, it wouldn't come out. Stuck in my bed, I want to be free. Ja, was macht man eigentlich mit einem Doktor in Sportdidaktik? Richtig, man stellt einen Weltrekord im Rückwärtslaufen auf. Ich bitte um einen ganz großen Applaus für Dr. Markus Jürgens. Kommt zu uns. Setz dich. Wir sehen dich gleich auch nochmal einmal hier in Action auf unserem Bildschirm. Ja, wie geht's dir denn so? Also mir geht's gut. Ich sehe es gerade selber nicht, aber ich glaube, ich laufe da wahrscheinlich gerade rückwärts. Genau, damit die Leute auf jeden Fall einen kleinen Eindruck haben. Und da die meisten dich ja wahrscheinlich noch nicht kennen, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Genau, also ich bin Markus Jürgens. Normalerweise achte ich nicht so viel Wert auf den Doktor. Daher alles gut. Und ich habe halt vor 8 Jahren mittlerweile die Leidenschaft zum Rückwärtslaufen gefunden und bin aber halt auch nebenbei noch an der Uni tätig, also habe Sport quasi beruflich und privat, mache ich sehr viel Sport. Ja, erstmal vorweg, wie ist die Idee entstanden, auf einmal ja, rückwärts zu laufen? Das ist ja wohl eher eine ungewöhnlichere Idee, also ist es einfach mal zu dir gekommen oder hat dich irgendwie irgendwas oder irgendwer inspiriert? Wie ist das angefangen? Ich habe an einer Uni-Exkursion in Münster teilgenommen und dort hat auch ein Rückwärtsläufer mitgemacht. Das war ein Freund von dem Dozenten und wir waren zufällig auf einem Zimmer. Ich habe vorher schon super viel gelaufen und als ich dann wieder in Münster war, habe ich gedacht, probierst du es mal aus, läufst du einfach mal rückwärts und dann sind wir halt im engen Kontakt geblieben und dann fand zufällig die Weltmeisterschaft in dem Jahr noch statt und dann habe ich mir gedacht, komm, da fährst du mal hin, guck mal, was so passiert und dann bin ich auf Anhieb Weltmeister im Halbmarathon geworden und dann habe ich gedacht, warum nicht weitermachen und dann bin ich heute jetzt seit 8 Jahren dabei. Das ist auf jeden Fall eine sehr beachtliche Leistung, wie ich finde und wie man auch in dem Video gesehen hat, laufen sie auch sehr viel oder ich denke auch meistens gegen vorwärts laufende Menschen und das ist ja ziemlich ungewöhnlich. Wie sind da so die Reaktionen? Das ist teilweise positiv, teilweise auch negativ. Das hängt dann damit zusammen, dass ich natürlich auch so schnell bin oder
wie Vorwärtsläufer und wenn dann halt bei so einem Marathon wie jetzt Münstermarathon, wenn man dann bei Kilometer 10 guckt man in fröhliche Gesichter, aber wenn man dann bei Kilometer 35, wo jeder gegen den Mann mit dem Hammer kommt und wenn dann noch so ein bekloppter Rückwärtsläufer einen überholt und dabei vielleicht auch noch ein Lachen im Gesicht hat und einfach Spaß an dieser Laufveranstaltung hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht nicht ganz so angenehm ist, aber das sind halt eigentlich nicht die Reaktionen, die ich gerne hervorheben möchte. Das passiert halt leider, das tut mir auch leid, aber ich mache ja auch viel dafür, also ich trainiere ja auch viel dafür. Ja, und wie hat dein Umfeld darauf reagiert, dass du mit dem Rückwärtslaufen angefangen hast, Familie, Freunde, was haben die dazu gesagt? Also es war nicht die erste sportliche Tätigkeit, die ich gemacht habe und meine Eltern haben irgendwann gesagt, ja, komm, da können wir eh nichts mehr machen, das lass mal den jetzt auch nochmal rückwärts laufen und ich glaube, in Teilen sind die auch stolz dann natürlich darauf, wenn man halt dann auch so viel dann mit dem Rückwärtslaufen auch bewirken konnte und für die ist das mittlerweile normal. Ja, und erstmal ist Rückwärtslaufen anstrengender als vorwärts, also wie sind da so deine Erfahrungen? Ja. Also wir haben jetzt hier nicht den Platz, sonst würde ich das Publikum gerne auch auffordern, das mal auszuprobieren, wie die Beatboxer gerade, aber na klar, also wer es nachher mal auf dem Weg nach Hause ausprobiert, man läuft halt sehr viel auf dem Vorfuß, beansprucht dadurch wesentlich mehr die Wadenmuskulatur und vor allen Dingen auch immer den Hintern, also ich sage immer, Rückwärtslaufen gibt einen knackigen Hintern und es war tatsächlich auch am Anfang recht schwierig, sich daran zu gewöhnen, aber der Körper steckt das dann irgendwann ganz gut weg und mittlerweile ist es für mich egal, ob ich jetzt die Schuhe anziehe und danach vorwärts oder rückwärts laufe. Das ist von der Belastung für mich eigentlich mittlerweile alltäglich geworden und der Körper hat entsprechende Muskulatur entwickelt. Ja, auf jeden Fall, denke ich, hast du da eine sehr gute Technik entwickelt und wie lange hat es gedauert, also bis du das perfektioniert hast oder entwickelt sich das vielleicht auch immer noch weiter? Ich glaube, man muss ein gewisses Talent vielleicht auch dafür haben. Also es wird ja auch häufig gesagt, dass Kinder nicht mehr rückwärts laufen können. Und wenn man sich auch rückwärts laufende Menschen anguckt, werden die das sicherlich unterschiedlich machen. Bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich es erst mal am Anfang so langsam gesteigert habe. Also was ich erst 200 Meter und dann das langsam quasi intervallmäßig gesteigert habe und das Schöne halt am Rückwärtslaufen ist, dass es so eine sehr federnde Technik ist. Also wenn man das auch gerade in dem Video gesehen hat, dadurch, dass man permanent auf dem Vorfuß läuft, fühlt es sich sehr leichtfüßig an, auch wenn es vielleicht erstmal gegen unsere Natur ist. Aber ich kann das auch jedem normalen Vorwärtsläufer oder Vorwärtsläuferin empfehlen, das einfach mal im Training einzubauen, weil das halt die Gegenspielmuskulatur, die halt sonst beim Laufen vielleicht vernachlässigt wird, auch fördert. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, man muss da ein bisschen erstmal reinkommen, sich erstmal darin finden. Bist du schon oft hingefallen oder wie ist da so die Quote, irgendwie irgendwo gegenzurennen oder halt zu stolpern, weil es halt wie gesagt eben nicht so normal ist, rückwärts zu laufen die ganze Zeit? Ja, also auch ich habe halt eben keine Augen hinten, das heißt auch ich muss mich dann halt ab und zu umdrehen und versuche es natürlich möglichst wenig zu tun, weil das natürlich auch die Geschwindigkeit hemmt. Und tatsächlich, vielleicht schaut ja jetzt der Baudezernent von Münster zu, es gibt an der Straße vom Schloss zum Ring, gab es einen neuen Fahrradweg und da war jede Laterne außerhalb des Asphalts, nur eine Laterne war dann komischerweise auf dem Asphalt, damit mit so einer Unregelmäßigkeit konnte ich natürlich nicht rechnen und dann bin ich halt gegen die Laterne gelaufen, aber man hatte ja hinten einen ganz guten Polster und ist nichts bei passiert. Ja, und was ist so das Schwierigste dabei, würdest du sagen? Also wirklich halt die Balance zu behalten und das alles zu koordinieren generell beim Training und auch beim Marathon? Ja, es ist eigentlich so das Gefühl, dass man halt quasi ja blind läuft und das muss man halt aushalten können und sich da halt hingeben lassen. Aber das ist halt eben das Schöne, weil man dadurch sehr schnell in einem Laufrhythmus kommt und sehr schnell halt abschalten muss, weil man sich da halt permanent konzentrieren muss. Ja, und wir haben auch schon gehört, Weltmeisterschaft, was waren so deine größten sportlichen Erfolge, was würdest du sagen, was waren so deine Highlights, die du in deiner Karriere hattest? Das war sicherlich erstmal die Weltmeisterschaft, wo ich dann die fand in Italien statt und dann habe ich den lange führenden Italiener in seiner Heimatstadt dann 7 Sekunden vorm Ziel dann noch überholt und das war natürlich erstmal ein schönes Highlight.
Dann natürlich der Weltrekord im Marathon 2017 in Hannover. Das war, um das mal einzuordnen, 3 Stunden 38 Minuten für den Marathon. Und dann habe ich 2019 noch einen weiteren Rekord aufgestellt, und zwar den 100-Kilometer-Weltrekord. Da bin ich 100 Kilometer in 12 Stunden und 40 Minuten gelaufen. Wow. Ja, auf jeden Fall nochmal einen Applaus dafür. Das ist echt beachtlich. Ja, und so ein Weltrekord ist ja wirklich was Einmaliges, würde ich mal sagen. Und wie ist das? Wie war das für dich, wirklich einen Weltrekord oder in diesem Fall sogar zwei Weltrekorde aufzustellen? Wie war der Moment? Also ich glaube, bei jeder sportlichen Veranstaltung, und ich glaube auch, dass man auch einmalige Momente, also klar bin ich jetzt dadurch, dass ich einen Weltrekord habe, natürlich nochmal ein bisschen einmaliger in dieser Sache, aber ich glaube, es kann jeder auch nachvollziehen, der vielleicht auch mal einen 5- oder einen 10-Kilometer-Lauf gemacht haben, dass dieses Gefühl der sportlichen Verausgabung und dann dafür natürlich dann auch entsprechenden Respekt zu bekommen oder Applaus der Zuschauer und dann eine gute Zeit. Das ist natürlich schon ein schöner Moment. Bei mir ist es dann natürlich, dass gerade so bei größeren Marathonveranstaltungen dann natürlich auch nicht für jeden gleich laut geklatscht wird, aber wenn dann halt ein Rückwärtsläufer kommt und die das vielleicht auch vorher schon im Fernsehen oder in der Zeitung gelesen haben, dann war halt immer der Ausruf, oh, da ist der Rückwärtsläufer. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn die Person dann nochmal positiver klatschen. Ja, du hast ja jetzt, wie du gerade erzählt hast, ultra viel schon erreicht mit dem Rückwärtslaufen. Hast du noch andere Ideen, irgendwo vielleicht was anderem noch den Weltrekord zu knacken, oder bleibst jetzt erstmal dabei? Es sagen immer viele, willst du nicht mal auch seitwärts oder sowas machen, aber dann denke ich mir, das macht halt keinen Sinn. Also ich finde Rückwärtslaufen finde ich noch irgendwie ästhetisch, oder es macht für mich auch einfach Sinn, mal rückwärts zu laufen. Und von daher habe ich jetzt gerade aktuell nicht so viele Ziele, weil auch privat gerade viel, also geheiratet, Haus, und da hatte man dann jetzt auch mal andere Sachen vor und nicht nur den Sport. Ja, und wenn du sagst, es soll wohl erstmal beim Rückwärtslaufen bleiben, gibt es da noch irgendwelche Sachen, die du erreichen möchtest? Gibt es da noch irgendwelche Ziele, was du vielleicht noch nicht gemacht hast? Vielleicht auch Orte, wo du gerne mal laufen würdest? Was spornt dich vielleicht auch dabei an? Also tatsächlich habe ich mal im Kopf, aber ich glaube, dafür fehlt mir die Zeit oder dann auch die entsprechenden Unternehmen, die mich da unterstützen würden. Ich würde ganz gerne mal durch Deutschland touren und quasi mit Leuten rückwärts zu laufen, und weil das der Vorteil am Rückwärtslaufen ist natürlich, dass man sich permanent in die Augen sehen kann, wenn einer vorwärts, einer rückwärts läuft, und dadurch auch sehr gute Gespräche entstehen und das Ganze dann halt auch irgendwie für einen guten Zweck nutzen. Also ich habe halt dadurch, dass ich halt sehr viel Aufmerksamkeit beim Rückwärtslaufen bekomme, habe ich mir halt gedacht, ja, das möchte ich auch irgendwie nutzen und jetzt nicht irgendwie da Geld rausschlagen, sondern dann halt für gute Zwecke das Ganze einsetzen und so eine Verbindung aus einem Lauf durch Deutschland und vielen Menschen kennenlernen und dann noch für einen guten Zweck. Das wäre ein einmaliger Traum. Ja, das ist doch mal ein Plan. Ja, ich denke, das hört sich auf jeden Fall auch nach einer sehr guten Sache an, und ich hoffe, dass Sie das auf jeden Fall realisieren können, und gerade für einen guten Zweck ist das, wie ich finde, was sehr Tolles. Ja, auf jeden und Fall. Auf jeden Fall ein tolles Vorhaben. Ja. Da hoffen wir mal, dass das klappt. Markus, danke, dass du da warst und uns von deiner einmaligen Fähigkeit oder deinem einmaligen Hobby erzählt hast. Es war sehr schön, mit dir zu reden. Ja, vielleicht, auch wenn ich nochmal zwischensprechen darf, sehr gerne. Aber vielleicht habt ihr auch mal Lust, im Benno-Haus mal was zu machen. Also ihr könnt mich gerne mal für einen Workshop zum Rückwärtslaufen, super mal gerne. Was Sportliches, super gerne. Also wer mal Lust hat, das auszuprobieren. Auf jeden gerne. Fall. Auf jeden Fall, da melden wir uns. Genau. Großen Applaus nochmal. Einen großen Applaus. So, zu einer vernünftigen Late-Night-Show gehört natürlich auch noch ein Spiel. Henning und ich haben uns da schön rausgemogelt mit unserem Moderationsjob. Aber wir haben natürlich ganz, ganz liebende Mitarbeitende, die wir jetzt einfach mal dazu verdonnert haben, mit uns ein Spiel zu spielen. Ich bitte um einen ganz, ganz großen Applaus für Maria, Felix, Johannes und Sebastian. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, wir spielen jetzt das Spiel Listige Kiste. Und wie ihr hier bereits seht, wir haben einen Tisch aufgebaut mit einer Trennwand. Es wird jetzt gleich folgendermaßen ablaufen. Einer von euch beiden bekommt jetzt gleich eine Kiste vor sich hingestellt. Wie ihr seht, ihr könnt nur eure Gesichter sehen, nicht das, was vor der anderen Person ist.
Und in dieser Kiste wird sich gleich irgendein Schwachsinn befinden. Also da kann wirklich alles drin sein. Und ihr könnt euch gleich aussuchen, ob ihr eurem Gegenüber ganz genau beschreibt, was denn da für ein Schwachsinn vor euch liegt, oder ihr denkt euch was Eigenes aus. Und ihr könnt zwischendurch kommunizieren miteinander. Also Maria, wenn du gerade die Box hast, dann kannst du Sebastian auf jeden Fall immer Fragen stellen zu verschiedenen Objekten, die da möglicherweise vor Maria stehen könnten oder auch nicht. Und am Ende gilt es dann zu erraten, ob die Wahrheit gesagt wurde oder ob gelogen wurde. Habt ihr das soweit verstanden? Alles klar, ja. Ja, sehr gut erklärt. Dankeschön. Ja, Maria, hast du dich gut vorbereitet? Bist du bereit? Ja, ich bin immer bereit, grundsätzlich. Aber ja, ich setze jetzt tatsächlich auf meine Spontanität. Das ist doch ein Plan. Dann hole ich mal Sebastian, die Kiste hervor. Bist du ebenfalls bereit? So bereit, wie man es vielleicht sein kann. Ich bin nicht ganz so spontan, deswegen habe ich schon 2-3 Übungsrunden mit Kollegen gemacht. Nicht einmal erfolgreich gelogen, aber heute ist vielleicht der Tag. So, die erste Kiste für Maria. Oh, ich darf anfangen. Du darfst anfangen. Bist du bereit? Ja. Dann erzähl uns doch, was vor dir liegt. Okay. Schön. Ja. Okay. Also, ich habe vor mir mehrere Gegenstände. Einmal ist das ein Kuscheltier und das hat eine Blumenkette. Lass mich erst zu Ende erzählen. Okay. Eine Blumenkette hat das um, so eine Aloha-Blumenkette. Und auch einen sehr tollen Kopfschmuck. Außerdem hat es ein Plastikmesser in der Hand und auch eine kleine Wasserpistole daneben, sowie ein kleines Spielzeugauto. Und ja, dann ist da noch ein kleines Figürchen. Auch so ein Spielzeugfigürchen, ein Würfel und ganz tolle Fotos darunter. Und ich erkenne auf den Fotos lauter Mitwirkende dieser Show. Oh. Okay. Dann, also ein schwer bewaffnetes Kuscheltier, das unsere Mitarbeiter, welche sind das zufällig, die Buftis, die hier die Show zusammengestellt haben? Genau. Okay, schwer bewaffnetes Kuscheltier, das unsere Buftis Geisel hält und schon Fluchtfahrzeug bereitstehen hat. Was für ein Kuscheltier? Bitte? Was für ein Kuscheltier? Ein Teddybär. Okay. Wie groß in etwa und welche Farbe? Also es ist halt so groß, dass du das nicht sehen kannst. Ne? Also ja, sonst ist, also dann halt fällt schon mal einer der Bären weg, ja? Okay. Wenn du an den berühmten Bären denkst, der hier im Benno-Haus sein Unwesen treibt. Es ist halt, ja, keine Ahnung, 25 Zentimeter, 30. Das war eine Wasserpistole? Eine Wasserpistole, ja. Ist die geladen? Okay. Welche Farbe und ist sie geladen? Pink. Und ist sie geladen? Nein. Okay, das ist auch unverantwortlich hier. Haben wir eine kleine pinke Wasserpistole? Ich habe mal eine grüne gesehen. Ich glaube, die blaue ist kaputt. Ich würde fast... Was für ein Würfel? Sechsseitiger Würfel? Ein ganz normaler Würfel, ja. Das hätte ja auch ein Rubik's Cube sein können, oder? Das stimmt. Die 20. Das hätte ich aber spezifiziert. Okay. Ich würde sagen, sie sagt die Wahrheit. Ist das deine finale Antwort? Ja. Ja, Maria will mich nicht anlügen. Nein, auf keinen Fall. Du bist dir also sicher? Ja. Ja, Maria, zeig, was vor dir liegt. Okay. Sebastian hat dich durchschaut. Ja. Damit steht es 1-0 für Sebastian. Yes. Dann wollen wir mal sehen, ob du bei deiner Box deinen Vorsprung ausbauen kannst. Okay. Ich bin gespannt. Maria, warum hast du dich denn dazu entschieden, hier die Wahrheit zu sagen und dir nicht immer eine verrückte Geschichte auszudenken? Ich war eigentlich vorher fest davon überzeugt, dass ich mir was ausdenken werde, aber ich war so
geflasht von dem, was vor mir stand. Hast dich nicht enttäuscht? Ja, dass ich dann einfach, ja, ich fand das so schön. Und Sebastian, wie hast du sie entlarvt? Wie bist du drauf gekommen, dass sie die Wahrheit sagt? Ich habe einige der Objekte mir auf jeden Fall vorstellen können und weiß ungefähr, was hier im Haus so durch die Gegend fliegt. Ich glaube, das, was es so am meisten weggegeben hat, war die Blumenkette. Davon fliegen immer mal wieder welche rum. Ja, stimmt. Ja, das auf jeden Fall. Und natürlich, weil mache ich mich nicht an. Das hat dir auf jeden Fall den ersten Punkt beschert. Ja, wollen wir mal sehen, ob du deinen Vorsprung ausbauen kannst. Okay. Ja, bist du bereit? Ja, also verlieren kann ich nicht mehr, oder? Je nachdem. Wie schlimm das, vielleicht bekommt Maria gleich 2 Punkte. Okay. Dann erzähl uns doch mal, was vor dir liegt. Ja, Moment. Okay, also ich habe diverse Büroartikel, ein wenig Munition, ebenfalls steht alles auf dem Foto, auf einem Foto. Auch wieder ein Kuscheltier dabei, diesmal aber sitzt es in dem Fluchtfahrzeug und liest eine Weihnachtsgeschichte. Okay, was für eine Munition? So ein Nerf-Dart, obwohl ich glaube, der ist ja so ein Plastik-Nerf-Dart, den man mit so einer Druckluftpistole verschießen kann. Welche Farbe hat das Ende von diesem Dart, das, was dann so hängen bleibt? Hat das so ein, wie heißt das denn, so ein Saugknopf? Orange. Okay. Und was für Fotos sind da? Es ist ein Foto von einem sehr überrascht dreinschauenden Strauß. Strauß. Vogelstrauß. Nur das Gesicht. Okay. Was für ein Fahrzeug fährt das Kuscheltier? Kennen Sie diese Holzschienen? So ein kleines Spielzeugwaggon in Blau. Für so eine Kinderholzbaukastenschiene. Sowas. Okay, ja. Aber dann ist das Kuscheltier ganz klein. Ja, sehr klein. Was ist das nochmal für ein Kuscheltier? Ein Bär. Es ist so klein, dass das hat sogar oben noch so eine Schlaufe, dass man den als Schlüsselanhänger benutzen kann. Und trägt ein blaues Kleid. Ich glaube, du sagst die Wahrheit. Okay. Das ist deine finale Antwort? Ja. Du bist dir sicher? Ja. Ja. Sebastian, zeig ihr, was vor dir liegt. Ja, genau das, was ich geschrieben habe. Eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte wird vorgelesen. Das heißt, es steht 1:1. Jetzt haben wir 2 Gewinner. Yes. Was machen wir da jetzt? Wir sind alle Gewinner. Beiden einen Preis geben oder so. Kriegt ihr beide was? Yes. Oh, wir kriegen was. Wir kriegen was. Wir haben eine ganz Kleinigkeit vorbereitet. Jeder von euch bekommt einen wundertollen Snickers. Es hat auch sehr viel Energie gekostet. Dankeschön. Sehr nervös. Ja, vielen Dank. Einen großen Applaus für Maria und Sebastian. Applaus. Ja, dann bitte ich schon mal euch hier nach vorne, Felix und Johannes. Setzt euch. Moin. Felix, du müsstest dich einmal da hinsetzen. Warum? Ach, weil das so ist. Okay. Hast du? Ah, okay. Ja. Jetzt noch. Sorry. So. Ich hole dich mal die dritte Kiste hervor. Genau, die erste Box geht an dich, lieber Felix. Perfekt. Wie hast du dich auf dieses Spiel vorbereitet? Intensiv. Ich habe Johannes studiert, jahrelang jetzt schon. Und habe mir auch schon ein paar Sachen überlegt die letzten Tage. Mal gucken, ob ich mich hingerissen fühle, dazu die Wahrheit zu sagen oder nicht. Bist du sicher, dass du ihn bekämpfen kannst? Nicht mehr, jetzt mit dem roten Licht. Das sieht schon ganz schwierig aus. Dann wollen wir doch mal sehen. Dann wollen wir doch mal sehen. Versuch dein Glück. Okay. Was liegt da vor dir? Es ist deutlich weniger als vorher. Im Endeffekt ist es eine kleine weiße Box. Nämlich die ja. Es ist eine weiße Box. Die sieht von innen, glänzt hier so. Das sieht aus wie diese von den Schokoküssen. Kennst du die? Nee, kannst du die genauer beschreiben? Das sind ja diese weißen Boxen, wo die dann in der Reihe drinstehen und von innen ist die so, weiß nicht, so kupfer-bronzemäßig, glänzt die irgendwie.
Und unten in die Box reingeklebt ist eine ja so sehr gekürzte Stadtkarte von Münster. Und darauf steht ein kleines Spielzeugauto, ein rotes. Kannst du mir ja beschreiben, welchen Stadtteil die Stadtteilkarte darstellt? Relativ zentral ist der Prinzipalmarkt. Okay. Im Osten ist es ja Warndorfer Straße, circa beim Schifffahrter Damm. Okay. Im Westen, weiß nicht, Torminbrücke, circa. Auf jeden Fall da irgendwo die Ecke Scharnhorststraße. Süden, okay, Hammerstraße, kurz vor Hiltrup. Das klingt schon sehr spezifisch, aber gleichzeitig kann ich mir vorstellen, wie du gerade die ganze Zeit auf der Couch saßt und so. Also das habe ich mir jetzt überlegt. Ja, jetzt du. Ja, das ist super spezifisch, da kommt er niemals drauf. So klinge ich nicht. Ja, doch. Ja, okay. Ich habe dich beobachtet. Gut. Im Norden ist das so ungefähr bei Cheruskarin. Okay, alles. Das Auto steht auf der Hammerstraße. Ich habe wieder dieses Gefühl, das ich sehr oft bei dir habe. Ich habe das Gefühl, du erzählst mir die Wahrheit, aber ich weiß, dass du lügst. Darum sage ich, dass du lügst. Ist das deine finale Antwort? Das ist meine finale Antwort. Aber um das Antwort klarzustellen, du denkst aber, ich sage die Wahrheit. Aber weil du mich kennst, sagst du, ich lüge. Ich habe das Gefühl, du sagst die Wahrheit. Ja, das ist meine deine finale Antwort. Weil du es so im Gefühl hast. Einfach nach Gefühl. Ja, das ist, ich schlage Felix mit seinen eigenen Waffen. Ja, Felix, dann zeig uns doch mal, was vor dir liegt. Ja, warte. Ja. Aber guck mal, hier ist Caro. Ja. Oh, warte, nein, es klebt, okay, es klebt. Hatte ich recht mit dem Sofa gerade? Weiß ich nicht, nee, eigentlich nicht. Ja, okay. Ich war mir unsicher, ob ich die Wahrheit sagen werde, deswegen, okay. Ich habe mich einfach gefreut, dass ich die Sachen angucken darf. Das war dein Notfallplan, oder was? Ja. Okay. Eigentlich ja. Ja, okay, nicht gut. Schlecht, nicht schlecht. Also war der einzige Grund, hier ihn sozusagen in die Irre zu führen und ihm das Ganze anzutun? Ich meine, es war viel Kopfarbeit, sich das auszudenken vorher. Dann wollte ich das nicht einfach liegen lassen. Das wäre dann noch ein bisschen öde gewesen, die Wahrheit zu sagen. Irgendwie. Ja. Ja. Ja, und ich habe ihm einfach zugetraut, dass er sich sowas vorher überlegt. Ja, Felix. Johannes. Das ist ein Halbkompliment. Johannes hat dich durchschaut. Das heißt, es steht 1-0 für Johannes. Dann wollen wir gucken, ob du zurückschlagen kannst, genau. Johannes. Uiuiui. Die letzte Kiste. Johannes, glaubst du, dass du Felix in die Irre führen kannst und dir den Sieg und somit den Snickers holen kannst? Weiß ich nicht. Also ich meine, eigentlich ist das alltäglich, dass ich ihn in die Irre führe. Das habe ich mir so einfach hier so als einfach vorgenommen, als Aufgabe auf der Arbeit hier. Schaffst du es nicht? Ja. Na dann, wir werden sehen. Okay, let's go. Sag uns, was da vor dir liegt. Oh. Interessant. Okay. Ja, also erstmal haben wir hier einen Schal. Was für ein Schal? Darf ich überhaupt so Bewegungen machen? Ja, das darfst du. Ja, okay. Solange du es nicht anfasst. Was für ein Schal? Ein rot-weiß gestreiften. Und in der Mitte habe ich eine Tasse platziert oder wurde eine Tasse platziert. Was für eine Tasse? Eine von diesen standardweißen Tassen da. Steht irgendwas in der Tasse? In der Tasse steht leider nichts, also nichts gedruckt oder so, wenn du das meinst. Okay. Aber da steht, also als Gegenstand, steht da eine rote Zahnbürste, eine von diesen 1-Euro-Zahnbürsten. Also so in richtig, der Tasse? Ja, so richtig billig. Okay, was für ein rot-weiß gestreifter Schal? Ist das ein fußballmäßiger Schal oder ist das einfach nur so ein Schal? Nö, einfach irgendwie so, könnte ein Kinderschal sein, glaube ich. Ist der so klein oder warum? Ja, so ein bisschen kleiner, feiner auf jeden Fall als vielleicht so ein, sag ich mal, so ein durchgängiger Schal. Sonst noch was? Ein Foto? Sehe nichts, außer, ja, keine Ahnung. Drehen oder bewegen darf ich es ja nicht, also. Foto? Sehe ich gerade keins zumindest. Hat die Tasse noch einen Griff? Ja. Okay. Warum sollte das ist wichtig. Wie groß ist die Tasse, wie hoch? Ja, das ist halt eine von diesen standardweißen Tassen, die wir hier oben stehen haben. Die unten so rund werden? Ja. Da ist nichts drin, nichts drin gedrückt? Ich glaube, du lügst. Was? Warum glaubst du das?
Weiß ich nicht. Also ich kenne die Standardtassen, die du meinst, nur dass da so ein DM-Logo reingedruckt ist. Das wäre so ein Anhaltspunkt und keine Ahnung, das klingt schon irgendwie zu sehr, als würdest du versuchen, an den Trash, der hier halt so steht, aufzubauen. So zwanghaft, aber halt mit zu wenig Details und bis jetzt war immer überall ein Foto drunter. Das ist da jetzt nicht. Ja, ich glaube, du lügst. Auf eigene Gefahr, ja. Ist das deine finale Antwort? Das ist meine finale Antwort. Und du bist dir zu 100% sicher? Ja, schon eigentlich. Ja, Johannes, dann zeig doch mal, was vor dir liegt. Ja, ich glaube, das mit dem Foto war ein bisschen problematisch. Ah, nice, okay, sehr gut. Vielen Dank, vielen Dank. Aber gut gespielt. Gleichfalls. Das heißt, danke. Es steht wieder 1-1. Ja, mit zwei, ja. Das heißt, wieder zwei Gewinner. Zwei Unentschieden. Das heißt, ihr bekommt beide einen wunderbaren Snickers. Jawohl. Ja, einen großen Applaus für Johannes und Felix. Mein Traumgewinn. Danke. Danke. Ja, wie ich finde, auf jeden Fall ein sehr lustiges Spiel. Ja, definitiv. Sehr unterhaltsam. Tatsächlich sehr überraschend, dass wir zweimal zwei Gewinner hatten. Also keiner musste sich ärgern am Ende. Ja, und dass wir tatsächlich auch zweimal die Wahrheit hatten, zweimal die Lüge. Ja. Das war tatsächlich eine Überraschung, das hatten wir so auch noch nicht. Nee, auch die zwei jetzt, die gelogen haben, ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt, eine Münsterkarte da irgendwie sich vorzustellen. Ja, das Beste kommt aber bekanntlich zum Schluss. Wir haben einen Film gedreht, den es noch nie gab und auch nie wieder geben wird. Das Thema: der erste Praktikumstag. Und wie viele von euch, liebe Zuschauenden, bestimmt wissen, der kann mal so oder mal so verlaufen. Und wie das Ganze aussehen kann, dazu haben wir eine Theatergruppe gefragt, haben es uns mal wieder ziemlich leicht gemacht, tatsächlich, weil das Drehbuchschreiben ist ja bekanntlich sehr anstrengend. Und wir haben mal gefragt, wie kann der erste Praktikumstag aussehen, und die Antworten waren tatsächlich so überzeugend, da konnten wir nicht widerstehen, diese einfach mal so zu übernehmen. Und dabei herausgekommen ist eine wirklich einmalige Story. Aber seht selbst. Passend zum Thema einmalig kam uns die Idee, eine noch nie dagewesene Story zu kreieren. Aber wie kommt man an eine einmalige Story? Wir haben die Theatergruppe Das Törchen aus Havixbeck vor einer Kamera gesetzt und nannten ihnen das Oberthema Erster Praktikumstag. Wir ließen sie improvisieren und das kam dabei raus. Läuft? Kamera läuft? Ton läuft? Sehr gut. Als allererste Frage, wie würdet ihr denn heißen? Ah, ich bin Otto. Otto. Otto ist ja von hinten das gleiche wie von vorne. Ja, und? Das wäre Horst. Ein guter Name. Nein, Emil. Emil ist so schön. Emil heißt er. Ja, okay, dann heißt er Emil. Oder, okay. Er kann ja auch Emil Horst heißen. Oder Horst Emil. Horst Emil. Horst Emil. Der heißt Horst Emil. Welche Melodie hat denn euer Wecker? Womit werdet ihr geweckt? Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du musst nicht traurig sein. Dann reicht aber nicht der Wecker, sondern auch noch eure hysterische Mama kommt an, hämmert gegen die Tür und schreit euren Namen. Was sagt sie denn noch? Horst Emil! Horst Emil! Ich glaube, mein Hans, du Bönert! Stehst jetzt mal auf, du alte Kackbratze! Hau ab! Lass mich in Ruhe, ich bin noch nicht so weit. Du siehst dann aber, dass du viel zu spät bist. Wie reagierst du? Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ach, egal. Was ziehst du denn an? Guck erstmal, ob die Unterhose riecht. Wenn die dann riecht, dann muss eine neue her. Ist aber klar, ne? Den Rock. Den Rock? Lieblingsrock. Mein Lieblingsrock? Emil, Horst Emil zieht den Rock an. Mit der passenden Käppi. Und oben drüber, ja, so ein Pulli, der auch mein Dekolleté schön zur Geltung bringt. Nicht zu hoch, nicht zu tief. Farblich dezent. Du musst ja dann schleunigst zur Arbeit, weil du bist ja schon spät dran. Hm. Wie kommst du denn dahin? Ja, schleunigst. Ja, mit so einem E-Roller. Ja. Mit so einem Horstigen halt. Ja, mit so einem E-Roller. So einem E-Roller. Der war auf halber Strecke verreckt. Ich fahr per Anhalter.
Sehr zuverlässig. Kommt auch gut mit meinem Outfit. Du bist dann endlich angekommen an der Arbeit. Dann kommst du rein, stellst dich natürlich erstmal vor und entschuldigst dich natürlich, dass du zu spät bist. Hallo, schön, dass ihr auf mich gewartet habt. Mein Name ist Horst Emil und ich bin zu spät. Dann ist natürlich der Chef sehr wütend. Was sagt er denn dann oder wie ist generell? Freundchen, am ersten Tag bist du zu spät gekommen. Das haben wir hier noch nie erlebt, aber noch nie erlebt. Richtig. Ich kann es nicht ändern. Soll ich mich jetzt erschießen oder was? Und dann bekommst du deine erste Aufgabe. Was könnte denn die erste Aufgabe sein? Also ich glaube, ich kriege eine Scheißaufgabe erstmal auf jeden Fall. Also ich muss alle Kugelschreiber ausprobieren. Klick, klick, schreib, 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 tut's nicht, weg. Klick, klick, schreib, 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 auch weg. Am Ende habe ich so einen Berg alter, verbrauchter Kugelschreiber in allen Farben. Ich komme mir echt schon ganz schön blöd vor. Und was? Du bist ja so ein kleiner Tollpatsch. Was könnte denn dabei schiefgehen? Alles. Beim Kaffee, also zu viel Kaffee daneben. Fällt runter. Und dann, rutsche ich auf dem Kaffeepulver aus. Der Chef rutscht und aus. Und was ist dann so dein Geräusch dabei, wie du aufhörst? Und dann fällt der Kaffeelöffel in einem hohen Bogen mir auf die Stirn und ich bekomme eine riesen Beule. Von dem Löffel. Und die Beule macht so... Von dem Löffel. Ja. Wie löst du dann dein Problem? So? Gar nicht. Ich renn weg. So schnell. Ohne Löffel. Den hab ich abgegeben. Danach. Okay. Dein Chef ist natürlich dann wieder nicht so erfreut, dass da nicht alles gut gelaufen ist und schreit wieder rum und du kommst damit gar nicht klar und fängst erstmal an zu weinen und rennst heulend aufs Klo. Wie hörst du dich denn dabei an? Du vertust dich nämlich, du rennst nicht auf Klo, sondern du platzt in einen anderen Raum rein und kriegst auf einmal mit, dass dort ein Meeting stattfindet, wo irgendwas geplant wird, was wie ein Verbrechen ist. Es sieht nicht so ganz legal aus. Was könnte da in dem Raum vor sich gehen? Da sind Drogengeschäfte im Gange. Du? Crystal Meth Küche. Am besten ein bisschen jugendfrei. Es wird geplant, den nächsten Sneakerladen zu überfallen. Um deren Ideen zu klauen. Und Sneaker. Ja. Oder Snickers. Kann auch sein. Den nächsten Snickers-Laden. Den nächsten Snickers-Laden. Genau. Es wird geplant, den nächsten Snickers- und Mars-Laden zu überfallen, um dort Duplo zu klauen. Was sagst du, wie reagierst du, wenn du auf einmal in der Tür stehst, heulend? Aber das geht doch nicht! Genau. Wie reagieren zum Beispiel Personen im Raum? Raus mit dir! Hinfort, Fremder! Verschwinde, wie der Furz im Winde. Sein oder nicht sein? Hä? Das wollte ich immer schon mal sagen. Du bist hier falsch. Die Geringverdiener rausschmeißen. Das sind eh nur Schmarotzer. Und jetzt ist es ja aber so, dass der Horst Emil das leider mitbekommen hat mit dem Verbrechen. Und wie geht es denn jetzt weiter? Was machen die jetzt mit Horst Emil? Oder wie könnte die Story ein gutes Ende finden? Der haut ab. Den kriegen die gar nicht. Der ist so schnell. Haut ab, rutscht leider auf dem Kaffee wieder auf, der da ja immer noch rumliegt. Ne? Und verletzt sich das Steißbein dabei. Stark. Um nicht zu sagen sehr stark. Und ist weg. Und die kriegen den auch nicht. Die werfen noch Snickers hinter ihm her. Genau. Die werfen noch Snickers hinter ihm her, aber die verfehlen ihn. Die prallen an ihm ab, ja. Wie
in einen James-Bond-Film. Nein, und im Laufen, die werfen, versuchen ihn zu treffen, am Kommen, im Laufen fängt er eins. In Zeitlupe. Im Laufen öffnet es, isst es auf und wird dadurch noch schneller, weil er so viel Energie bekommen hat. Prost, Emil. Ja, wir freuen uns natürlich riesig, dass wir heute einen bei uns im Publikum sitzen haben, der bei der Entstehung unserer einmaligen Story dabei war. Thomas, komm doch bitte einmal für ein paar Fragen zu mir. Ja, kannst du auch in den Händen geben, ja. Vielen Dank. Ja, wie gefällt dir das Endergebnis jetzt, wo du es gesehen hast? Also, wir haben es ja noch nicht gesehen, auch als Gruppe, und ich habe die Tränen noch in den Augen. Es war wirklich, also das Aufnehmen war schon lustig, aber das Angucken war nochmal... Snickers, ja, super, toll. Ja, du hast ja gerade gesagt, das Aufnehmen war sehr lustig. Wie war es denn so für dich, wirklich mit Fragen durchlöchert zu werden und dann auf Krampf irgendeine Story aus dem Ärmel leiern zu müssen? Ja, ich sag mal so, dass wir sind eine Theatergruppe, die gibt es schon sehr lange und wir sind alle schon relativ lange dabei. Und so, ich sag mal so, improvisieren als Schauspieler, das ist ja so eins dieser Handwerke, die man da macht. Und das macht uns allen tierisch Spaß, das hat man, glaube ich, auch gesehen. Von daher... Wir waren ja gar nicht groß jetzt vorbereitet oder so und es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht, sich da Dinge auszudenken und ja, noch viel mehr Spaß hat es gemacht zu sehen, wie ihr das umgesetzt habt dann und was ihr draus gemacht habt. Wirklich toll. Ja, ich finde auf jeden Fall, das ist super, super gut geworden und ja, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Generell, ja. Vielen Dank. Generell ein riesen Dankeschön an die gesamte Theatergruppe, das Törchen aus Habigsbeck. Das habt ihr wirklich unglaublich gut gemacht. Generell auch ein riesiges Dankeschön an alle unsere Gäste. Markus Jürgens, unser Rückwärtsläufer. Unsere Beatboxer Hardbox, Sven Kauri und Winterfeld. Vielen, vielen Dank. Ja, und unsere Show kommt somit auch schon leider zu einem Ende. Es geht natürlich ein riesengroßes Dankeschön raus an unser gesamtes Team, angefangen mit Caro und Maria, die uns wirklich den richtigen Input gegeben haben für diese Show, uns auf diesen Weg geführt haben. Und uns auch immer in der Spur gehalten haben, wenn es mal chaotisch war, immer dafür gesorgt haben, dass alles hier geradeaus geht und alles nach Plan läuft. Und danke auch an dich, Maria, dass du bei unserem wunderbaren Spiel mitgespielt hast. Natürlich geht ein riesengroßes Dankeschön raus an alle Azubis, die uns wirklich bei jeglichen Fragen mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Ganz besonders nochmal danke an Sebastian, Felix und Johannes, dass ihr auch bei unserem Spiel mitgespielt habt. Danke auch an Tizian, der in der Tonregie sitzt und dafür sorgt, dass unsere Zuschauerinnen im Stream hier den perfekten Ton haben. Und danke auch an dich, Noah, dass du hier mit der Handkamera rummarschierst, um die perfekten Shots einzufangen. Das ist auf jeden Fall... Und natürlich, dass du, Noah, wie auch schon erwähnt, hier unser wunderbares Bühnenbild gestaltet hast, was, wie ich finde, immer noch total Hammer aussieht und hier auf jeden Fall das Ganze nochmal ganz besonders macht. Ja, vielen Dank auch an Lee am Mischpult, der hier dafür gesorgt hat, dass im Saal alles gut zu hören ist und gerade auch bei unseren tollen musikalischen Gästen heute Abend auf jeden Fall einen super Job gemacht hat. Ja, und dafür, genau. Ja, vielen Dank auch an Chris, den ich jetzt leider gerade nicht sehen kann, aber der uns auf jeden Fall auch bei der Organisation, beim Saal und bei der Technik sehr geholfen hat, unter anderem dafür gesorgt hat, dass unser ganzes Bühnenbild hier während der Show nicht in sich zusammenfällt und das alles hält, so wie es soll. Genau, vielen Dank auch an Thomas an der Stelle.
der sich um den Chat, gekümmert hat in unserem Livestream und sich dadurch die Kommentare kämpft. Ja, und natürlich nicht zuletzt einen riesengroßen Dank an unser ganzes BFD-Team. Wir als Bundesfreiwillige, ja, ohne euch alle wäre das nicht möglich gewesen, hier diese Show. Angefangen mit Paula, unserer wunderbaren Aufnahmeleiterin. Die hier alles im Griff hat im Saal und dafür sorgt, dass alle Beiträge vernünftig zu sehen sind. Und danke an Martin in der Bildregie, der hier fleißig zwischen den Kameras hin und her schneidet und dafür sorgt, dass wir alle hier gut in Szene gesetzt werden. Danke an Jana, die unser wunderbares Spiel vorbereitet hat und organisiert hat und außerdem die Grafiken gestaltet hat, die wir hier die ganze Zeit auf dem Fernseher sehen. Vielen Dank an Emil und Lynn, an den Kameras. Ihr macht auf jeden Fall einen super Job und ja. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an Bente am Licht, die dafür sorgt, dass wir hier nicht im Dunkeln sitzen und dass ja, wir in die richtige Stimmung versetzt werden vom Licht. Die hat übrigens heute Geburtstag, deswegen von uns allen Happy, Happy Birthday! Von uns allen Happy Birthday! Auch ein riesiges Dankeschön geht an Franka, die für unser gesamtes Bühnenbild und für den Floorplan zuständig war. Die kann heute leider nicht hier sein, die ist nämlich gerade in Japan und schaut von da aus fleißig unseren Stream. Also schöne, schöne Grüße nach Japan, wir vermissen dich ganz doll. Ohne euch alle wäre diese Show niemals so einmalig geworden, wie sie jetzt letztendlich geworden ist. Auch alle Zuschauenden, ihr wart großartig. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr hier gekommen seid und auch eingeschaltet habt im Stream. Und ja, nicht zuletzt danke auch Henning. Du als Chef vom Dienst hast hierfür gesorgt, dass alles glatt läuft und dass hier alles so funktioniert, wie es auch sein soll. Und das war natürlich auch eine riesengroße Ehre für mich, hier mit dir zu moderieren. Ja, vielen Dank, das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Für mich war es auch was ganz Besonderes, das hier mit euch allen als Team zu planen, vorzubereiten. Auch wenn es wirklich viel Arbeit war, auch Stress war und nicht immer alles so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, haben wir das als Team auf jeden Fall super hingekriegt und da hätte auch keiner fehlen dürfen, dann wäre das Ganze nicht so gelaufen, wie es sollte auf jeden Fall. Also ein Riesendank auf jeden Fall ans ganze Team. Ja, und mir hat es auf jeden Fall auch super viel Spaß gemacht, auch den Film zu drehen. Wir haben es gehört, der Theatergruppe hat es super viel Spaß gemacht, uns auch. Wir mussten viel lachen beim Drehen und ja, es war auf jeden Fall auch was ganz Besonderes. Und natürlich, zu guter Letzt, es war mir auch eine riesengroße Ehre, das mit dir zu moderieren, liebe Clara. Es hat sehr viel Spaß gemacht, du warst eine tolle Moderationspartnerin und ja, ich finde, wir hatten eine super Show heute Abend. Ja, finde ich auch. Das war es jetzt auch schon fast von uns. Ich würde noch eine Sache sagen, und zwar... Was ist denn jetzt los? Hey, hey, hallo, ey, was soll das? Bleib, wo soll ich denn jetzt hier raus? Bleibt genauso, wie ihr seid, denn so seid ihr einmalig. Ey, ciao. Was soll das denn? La 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 la. I just can't get you out of my head. Oh, your love is all I think you got. I just can't get you out of my head. Oh, your love is all I dare think.